Jackson bereitete gerade die dritte Etappe seiner Tournee vor, als die Polizei am 18. August 1993 wegen des Vorwurfs von Kindesmissbrauch eine strafrechtliche Untersuchung einleitete. Drei Tage darauf durchsuchte die Polizei Neverland und unterzog Jackson einer Leibesvisitation. Die Medien jubelten. I will say that I am particularly upset by the handling of this mass matter by the incredible, terrible mass media. At every opportunity, the media has dissected and manipulated these allegations to reach their own conclusions. I ask all of you to wait and hear the truth before you label or condemn me. Don't treat me like a criminal, because I am innocent. I have been forced to submit to a dehumanizing and humiliating examination by the Santa Barbara County Sheriff Department and the Los Angeles Police Department earlier this week. They were supposedly looking for any discoloration, spotting blotches, or other evidence of a skin color disorder called vitiligo, which I have previously spoken about. The warrant also directed me to cooperate in any examination of my body by their physician to determine the condition of my skin, including whether I have vitiligo or any other skin disorder. The warrant further stated that I had no right to refuse the examination or photographs, and if I failed to cooperate with them, they would introduce that refusal at any trial as an indication of my guilt. It was the most humiliating ordeal of my life. Jacksons Familie versammelte sich sofort um ihn und unterstützte ihn mittels einer eigenen Pressekonferenz. Man war sich sicher, dass die Anschuldigungen nichts als ein Versuch waren, von Jacksons Reichtum zu profitieren. Diese Überzeugung wurde durch einen Mitschnitt eines Telefongesprächs untermauert, in dem der Vater des betreffenden Kindes seine Absicht erklärte, einen großen Wurf zu landen und Jackson zu zerstören. Besonders Catherine Jackson unterstützte ihren Sohn rückhaltlos. I'd like to let the world know that I'm behind my son. I don't believe any of this stuff that's being written about him, because I raised him and I know him, and that's just a statement people are making. Es stand jedoch nicht die gesamte Familie hinter Jackson. Seine ältere Schwester Latoya, die er seit Jahren weder gesehen noch gesprochen hatte, beschloss sich, der Presse zu stellen. Seit sie ihren Manager Jack Gordon geheiratet und ihre Autobiografie geschrieben hatte, war sie vom Rest der Familie entzweit. Latoya hielt in Israel eine Pressekonferenz ab und lieferte folgende schockierende Aussage. Well, I must tell you that this is very difficult for me, that Michael is my brother. I love him a great deal, but I cannot and I will not be a silent collaborator of his crimes against small innocent children. And if I remain silent, then I mean that I feel the guilt and the humiliation that these children are feeling, and I think it's very wrong. Später zog Latoya Jackson ihre Aussage zurück und behauptete, ihr Ehemann hätte sie aus finanziellen Erwägungen herausgezwungen, diese Behauptungen aufzustellen. Als Michael Jackson an seinem 35. Geburtstag vor 47.000 Fans auftrat, gab er vor, tapfer zu sein. Hinter den Kulissen jedoch kämpfte er gegen chronische Schmerzen infolge eines Unfalls, den er auf der Tournee erlitten hatte. Außerdem litt er derart unter dem Presserummel, dass das Gerücht aufkam, er würde langsam von Schmerz- und Beruhigungsmitteln abhängig werden. Am darauffolgenden Abend brach Jackson vor seinem Auftritt zusammen. Zehntausende Fans waren enttäuscht, als er seinen Auftritt absagen musste. Tags darauf wurde er zu einer Hirnszintigraphie ins Krankenhaus gebracht. It appears that Mr. Jackson has been suffering recently from an acute vascular headache, which unfortunately, due to the severity this evening, caused the cancellation of tonight's performance. I was suddenly taken ill last night, and I am sorry for the cancellation of my performance, and I apologize for any inconvenience it might have caused my fans in Singapore. I look forward to seeing you at the stadium tomorrow. Thank you for your continued support and understanding. I love you all. Thank you. Jacksons einziger Trost war seine Romanze mit Lisa Marie Presley, der Tochter von Elvis Presley. Sie kannte den Druck, den das Leben im Scheinwerferlicht einem auferlegt. Sie gab ihm moralischen Beistand und wurde seine Vertraute.
Während ihrer vielen Telefonate verliebte sie sich in ihn und sie heirateten im Mai 1994 in der Dominikanischen Republik. Inzwischen hat Presley preisgegeben, dass Jackson ihr mit Tränen in den Augen gestand. Er hätte Angst, ebenso tragisch zu enden wie ihr Vater. Nach 20 gemeinsamen Monaten hatten sie sich auseinandergelebt. Jackson hatte sich unbedingt eine eigene Familie gewünscht, während Presley, die bereits zwei Kinder aus ihrer ersten Ehe hatte, keine weiteren Kinder wollte. Am 18. Januar 1996 wurde ihre Ehe geschieden, doch blieben sie Zeit seines Lebens Freunde. Die Wirren in Jacksons Privatleben hatten ihn jedoch nicht von seiner ersten Liebe abgelenkt, der Musik. Im Juni 1995 veröffentlichte er das Doppelalbum History, Past, Present and Future, Book One. Es beinhaltete 15 alte Hits sowie 15 neue Stücke. Mit über 20 Millionen verkauften Alben weltweit wurde es zum meistverkauften Doppelalbum aller Zeiten. Die erste Auskopplung war ein Duett mit seiner jüngeren Schwester Janet Jackson. Scream kritisierte die Berichterstattung der Boulevardpresse bei den Kindesmissbrauchsvorwürfen. Für das 7 Millionen Dollar teure Video gewann er einen Grammy. Trotz des negativen Presserummels blieben ihm seine Fans treu wie eh und je. Die zweite Single-Auskopplung, You Are Not Alone, schaffte es ins Guinness-Buch der Rekorde. Als erste Single, die unmittelbar auf Platz 1 der Billboard-Charts einstieg. In Großbritannien wurde es seine erfolgreichste Single überhaupt. Die Zeit war reif für einen weiteren geschichtsträchtigen Fernsehauftritt. Doch während der Proben für ein HBO-Special im New Yorker Beacon Theater brach Jackson plötzlich zusammen und wurde ins Beth Israel Medical Center gebracht. Die Ärzte waren gerade dabei, ihn zu stabilisieren, als seine Mutter an seine Seite eilte.